Einen schönen guten Nachmittag zum heutigen Musikmagazin-Spezial. Wir haben heute die Band The Lennons bei uns im Radio Dreieckland, moderiert von Christoph Wagner und mir, Carsten Böhm. Haben wir Michael Herrmann am Gesang und Gerhard Razzo, genannt vom Schlagzeug der legendären Früh-80er Band The Lennons bei uns, die wir hier gleich mit dem ersten Song begrüßen möchten. Der König ist tot, der König ist tot, der König ist tot.
Das waren die Lennons mit Der König ist tot von der 1993 erschienenen LP Lebendig gefressen. Herzlich willkommen, Michael und Razzo, bei uns in Freiburg. Ihr werdet am Samstag im Slow Club ab 21 Uhr spielen. Ja, hallo, wir freuen uns schon sehr darauf. Razzo, möchtest du auch was sagen? Ja, wird Wahnsinn, weiß ich jetzt schon. Genau, aber anfangen möchte ich, euch mal fragen zu eurer ersten Single. 1981 kam eure erste Single mit dem schönen Namen Die Wahrheit über Claudia, Erika und natürlich die ganzen anderen heraus und hat, finde ich, verschiedene Einflüsse. Natürlich zu euch passend Punk, aber auch hat dieses Single einiges noch an minimalistischer Minimalmusik, die sich doch in manchen Songs auch ein bisschen wavig, sage ich mal, daherkommt. Ja. Wie ging es euch, wie ist diese erste Single entstanden? Die erste Single ging eigentlich so, dass wir uns überlegt haben, wir müssen, wir wollen, wir sollten jetzt Punkmusik machen, weil wir halt selber große Fans waren damals. Und da lag es nahe, ein Konzept zu überlegen. Und dieses Konzept war, wir müssen irgendwie auffallen. So kam auch der Name der Band zustande damals. Da wurde gerade John Lennon erschossen. Wir waren Fans der Dead Kennedys. Kann ich es aber schlecht The Dead Lennons nennen. Und so kam das zustande. Und dann hat man halt versucht, provozierende Texte mit reinzubringen. Und Musik ist teilweise auch der Tatsache geschuldet, dass man damals die Instrumente nicht so gut kann, wie man es heute kann. Ja. Das heißt, die Entwicklung der Single hatte auch ein Stück das Konzept Provokation? Das mit Sicherheit, ja. Man wollte halt irgendwie in die Öffentlichkeit, das will jeder junge Mensch in dem Alter, ja. Musik haben wir sowieso schon gemacht, Punk haben wir gerne gehört und dann haben wir gedacht, so kriegt man vielleicht noch einen Fuß rein. Und neben den Texten, die Musik, die sich teilweise eben sehr typisch punkig schnell anhört und teilweise eben auch sehr langsam. Wie ist es euch mit dieser Musik entstanden? Wo kamen gerade auch diese langsamen Elemente her? Ja, die Idee war folgende. Jetzt muss ich mal was ganz Blödes sagen, weil mir das niemand glaubt. Aber es gab verschiedene Stücke halt in jedem Bereich. Also das beste Beispiel ist jetzt im Schlagerbereich Frank Zander. Gab es ein Lied, das heißt Kung Fu Driving. Und am Anfang trinkt dann der nette Mann seinen Kaffee, geht auf die Straße, er dreht den Zündschlüssel um und dann weckt das Tier in ihm und plötzlich wird das Lied hart und schnell. Und Dinge in der Art habe ich jetzt persönlich immer gern gehört, wo sich es abwechselt oder von Kiss gibt es noch sowas irgendwie, weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt, ja. Ja, und das war die Grundidee, weil mir das halt selber gefallen hat auf die Art und so könnte man ja einsteigen, ne? Razzo, eine Frage noch an dich. Du bist 1985 zur Band gekommen, aber ich glaube, ihr habt euch schon vorher gekannt. Ja, wir sind praktisch schon als Kinder, haben wir schon zusammen Musik gemacht und wir waren bei mir im Keller, bei meinen Eltern im Keller und die Mama hat zum Kaffee gerufen und dazwischen haben wir im Keller wunderbar geprobt und ich erinnere mich noch an eine ganz nette Anekdote, da war der Michael mit seiner Band bei mir im Keller. Ich habe als erstes mal mitgespielt und habe ganz kleines Schlagzeug, auf das ich mega stolz war. Mama hat mich hochgerufen, ich muss kurz nuff, ich gehe geschwind nuff, komm wieder runter, ist mein Schlagzeug kaputtgeschlagen. Kaputtgeschlagen und ich habe gedacht, was ist jetzt los? Und wer war's? Michael? Der Michael war's. Das bedauere ich bis heute noch. Gerhard, erzähl doch mal, wie du das Problem gelöst hast damals. Ja, ich habe dann einen kleinen Wumm draufgeklebt und das war dann mein Wumm-Schlagzeug und das ist immer noch eine nette Geschichte, die man immer wieder erzähle gern. Jetzt werden wir aus dieser ersten Single, wo Razzo zwar noch nicht dabei war, aber wie wir gerade gehört haben, schon befreundet, den Song Fallsucht hören. Viel Spaß. Ich falle, bin gleich tot, die blauen Kacheln färben sich rot.
Plastikschlinge kitzelt mich am Hals. Noch 3 Sekunden, jetzt Augen zu und springen. Die Lösung ist gefunden. Ich springe, springe in den Tod. Ich hänge befreit an der zitternden Schlinge. Ich springe, 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 springe in den Tod. Ich hänge befreit an der zitternden Schlinge. Ich springe, springe in den Tod. Springe, 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 springe in den Tod. Ich hänge befreit an der zitternden Schlinge. Springe, 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 springe. Das war der Song Fallsucht aus der ersten Single von 1981. Wir machen jetzt direkt einen Sprung in das Jahr 2002. Die Band hat sich neu gefunden. Der Weg nach Eden ist bereit. Und die gleich benannte CD kam auf den Markt. Was hat euch dazu bewogen, bei dieser neuen CD 2 weitere Sänger, nämlich Axel Kurt und Archie Allert, einmal von Wieso und einmal von Terrorgruppe mit auf die CD zu nehmen? Okay, das war eigentlich, um den Anlass zu krönen, weil es ja quasi die 20-jährige Jubiläumsplatte war. Ungefähr ein Jahr mit Verspätung, aber macht ja nichts. Und ich habe jetzt zufällig, also Axel kannte ich selber noch von früher, und ich habe dann noch einen guten Freund gehabt, der hat damals dann den Archie aus Berlin angerufen, ob er es machen würde, und er hat es sehr gern gemacht, und da waren wir noch alle sehr froh drüber. Außer, dass das Stück jetzt wahrscheinlich nicht kommt, wo er drauf ist, aber das macht nichts. Die Platte ist trotzdem wert, ja. Werbung für Samstag, kauft eine CD. Habt ihr eine, neben dieser Jubiläumsidee, habt ihr auch noch eine andere Idee von den Inhalten, von den Texten? Was hat sich verändert im Laufe der Jahre? Ich meine, ihr seid alt und greise geworden, ihr habt weniger Haare zumindest. Du, ja. Michael, Razzo, du siehst eigentlich noch ziemlich gut aus. ich bin aber es hat älter, sich ja. was verändert, ja? Ja, es hat sich was verändert. Also man sieht es an den Themen, die behandelt werden. Es hat sehr viele Stücke, die sich jetzt mit dem Tod beschäftigen. Die eine oder andere war lebendige Tote oder selber sterben, auf dem Operationstisch wieder erwachen, was man so im Programm hat. Und dann hat es noch ein paar alte, die nie irgendwo erschienen sind, die behandeln dann die klassischen Themen. Ja. Hat das einen persönlichen Bezug? Hat das einen persönlichen Grund, dass diese Todbeschäftigung kommt, oder ist es das allgemeine Alter? Also von mir her hat es 2 Gründe eigentlich. Erstens springt mir es ins Gesicht, wenn ich in den Spiegel gucke morgens, ja. Aber das macht heutzutage schon wieder Reiz aus, wenn die Leute kommen, um zu sehen, ob man überhaupt noch lebe. Ja. Und zum Zweiten habe ich gern Bücher über sowas gelesen, früher sowieso, also Reinkarnation oder Nahtodeserfahrung, was weiß ich, also sowas. Und deshalb ist das ein Thema, was irgendwie nie ganz aus dem Kopf verschwindet. Ganz richtig, ja. Und wichtig ist zu behandeln. Und täglich kommt es näher, ja. Ja. Aus dem Album Der Weg nach Eden hören wir jetzt den Song Armageddon. Ja. Kannst du kurz was zum Text sagen? Ich kann kurz was zum Text sagen, weil ich sage in den anderen Liedern, da stirbt irgendjemand und hier stirbt dann die Welt in letzter Konsequenz. Also um das geht's tatsächlich. Der Weltuntergang wird hier beschworen, ja. Yeah.
was du musst. Und du rennst blind in dein Verderben. Und wenn du ehrlich bist, hast du's schon lang gewusst. '97 kam eure LP Rache für Elvis auf den Markt. Und ich hatte den Eindruck, dass auch spätestens mit dieser LP das Thema Tierschutz und der Umgang mit Tieren als solches für euch zum Thema wurde. Absolut, ja. Später noch mehr dann, aber das war vielleicht der Einstieg, ja. Also ich darf mal kurz erwähnen, ja, das ist ja tatsächlich ein Grund, warum ich heute noch froh bin, dass ich Facebook habe. Weil ich jetzt in meiner kargen Freizeit die ganze Zeit behinderte Hunde teile und sowas, ja. Und manchmal geht tatsächlich was. Wir haben selber zu Hause zwei Hunde aus Bulgarien und einer ist behindert, aber sehr nett, ja. Also und da versuche ich halt übers Facebook und so Leute zum Spenden zu animieren und ja, dass man sich überhaupt die armen Hunde mal durchliest und sowas, ja. Geht es für euch hauptsächlich um Hunde? Oder für mich persönlich geht es jetzt eher um Hunde, ja. Also ich bin auch mit Katzen aufgewachsen, aber ich habe dann eine Katzenhaarallergie gekriegt, das war nicht so gut. Und mit den Hunden, das geht einwandfrei. Ja gut, bei mir zieht sich das eigentlich durchs ganze Leben schon. Da ich seit 3 Jahren alt bin, bin ich komplett Vegetarier. Das geschah einfach so, dass mein Bruder irgendwie damals zu mir gesagt hat, guck mal Gerle, du isst ja, das sind alles tote Tiere, das darfst du nicht essen und so weiter. Und irgendwo hat sich das bei mir festgesetzt und ich bin also ein extremer Vegetarier und Tierliebhaber und was weiß ich was. Also das wichtigste Thema sind eigentlich wirklich die Tiere, in meinem Fall sozusagen. Hast du nicht einen geretteten Hase zu Hause? Ja, viele Grüße auch an den kleinen Fitzgerald und ich hoffe, dass mein Kollege den auch füttert. Ja, das ist der Fitzgerald und den haben halt irgendwelche Schweine ausgesetzt und jetzt wohnt er bei mir im riesigen Gehege und es geht ihm richtig gut. Ja, okay. Und sämtliche Späße über Hasebrot und so finde ich überhaupt gar nicht lustig. Gar nicht. Thema Umgang mit Haustieren ist das eine, Umgang mit sogenannten Nutztieren das andere. Was habt ihr für eine Haltung zur heutigen Fleischproduktion und der Industrie, die darum geschaffen wird? Nee, ganz und gar negative. Also ich reduziere es zumindest schon und wenn, dann kaufe ich es bei Metzger, wo ich weiß, dass es wenigstens ein gutes Leben geht hat bis dahin. Aber ich werde vielleicht den Punkt noch erreichen, wo ich es ganz schaffe. Also rein persönlich gesagt habe ich Probleme. Also vegan wäre sowieso ganz schwierig dann, aber gute Vegetarier isst ja dann Käse und sowas, aber ich mag, seit ich ein Kind bin, keinen Käse, das ist ein Problem. Und Eier wäre auch nicht so toll dann, ja. So. Gab es für euch irgendwie einen Beginn, wo ihr das auch in eure Musik mit aufgenommen habt, dieses Thema? Ist da irgendwas passiert oder war das einfach auch eine Entwicklung, die ihr mitgenommen habt und vielleicht auch eine Lebenserfahrung? Also für mich war es eine persönliche Entwicklung einfach. Das war jetzt nicht gezielt, jetzt müsste man was zum Thema sagen oder so, nee. Überhaupt nicht. Also das hat sich nur bei mir, wo ich halt dann durch den Tierschutz mehr mit behinderten Tieren und sowas zu tun gehabt oder all die blinde Tiere, die niemand will und sowas,
da war ich dann doch etwas sensibilisiert halt im ganzen seither. Ist das undenkbar, dass man es nicht mehr macht, ja. Wir hören jetzt aus dem Album Rache für Elvis den Song Wer lieben will, muss leiden, passend zum Thema. Leiden. Nun steht sie in der Disco, sie bleibt sehr allein. Geh doch, mein Mut verlässt mich und ich schenk mir doch mal ein. In meinem Hals, da steckt ein Kloß. Mein Blick reißt sich nicht mehr los. Wie kann ich sie nur erlangen? Junges Herz ist gefangen. Ich lieb dies Mädchen, ich bin ja so allein. Mir fallen die Worte von meinem Vater ein. Doch wenn es kommt irgendwann, du kannst es nicht vermeiden. Ah, wer lieben will, muss leiden. Ich weiß genau, jetzt halt ich's nicht mehr aus, jetzt greif ich zu. Und nehm sie mit nach Hause. Das war der Song Wer lieben will, muss leiden von dem Album Rache für Elvis der Band The Lennons, die am Samstagabend im Slow Club in Freiburg spielen werden. Michael, du bist aber auch ein Urlauber, neben dem, dass du irgendwas arbeitest und auch noch Musik machst. Und du warst mal in Jugoslawien, hast du mir erzählt. Ja, und da kommt eigentlich die Frage ja dann, wie kommt man auf den Titel Wer lieben will, muss leiden? Und das ist tatsächlich ein alter Familienspruch. Wir waren damals in Jugoslawien. Ich habe mich irgendwie verguckt in eine junge Dame auf der anderen Seite der Bucht, die mit ihrer Familie Urlaub gemacht hat. Und so bin ich dann jeden Tag oder ja, jeden Tag wahrscheinlich schon mit der Luftmatratze als kleiner, dicker Junge darüber gebraddelt über die Bucht. Und gesagt, oh Scheiße, schon wieder. Und sagt mein Vater, ja, wer lieben will, muss leiden. Und so kam das zustande. Der Spruch passt. Und ist mit der Frau irgendwas gelaufen? Nee. Komm, Gabi sagt zu Uwe, nein. 1986 gab es aber neben den Lennons, die du gemacht hast, ja, noch einen, sag ich mal, einen Seitentritt.
Ja, so könnte man sagen, ja. Wir haben damals die Babes in Toyland, also mit der amerikanischen Band gar nichts zu tun, haben wir die Babes in Toyland gemacht. Und das lief eigentlich ganz gut. Das Hauptproblem war die amerikanische Band, dass das jeder verwechselt hat und so, ja. Aber wir haben es damals geschafft, zumindest, dass wir in Berlin eine EP aufgenommen haben. Die lief eigentlich auch ganz gut, aber das Verlangen nach den Lennons war irgendwie größer in dem Publikum. Ja, dann haben wir halt das wieder vermehrt gemacht. Und was wir vielleicht noch, bevor wir das Lied Babes in Toyland jetzt hören, noch sagen, das wurde dadurch geadelt, dass noch diverse Gaststars drauf waren, unter anderem der wahre Heino. Einen schönen Gruß an Norbert Hähnel, falls er es hört, ja. Gibt es für dich einen Unterschied von der Band Babes in Toyland zu den Lennons? Da gibt es zwei entscheidende Unterschiede. Die Babes in Toyland sind ausschließlich auf Englisch und die Lennons ausschließlich auf Deutsch. Und der zweite Unterschied wäre halt, die Babes in Toyland war mehr mit akustischen Instrumenten dabei, war nicht ganz so hart. Also ein weißer Mann hat mal gesagt, ich weiß, das ist ja Powerpop. Das ist halt Powerpop, okay. Also. Ihr habt damals dann eine Single rausgebracht, aber dann nicht mehr weitergemacht. Warum? Nee, es gab noch zwei Beiträge auf so Samplern irgendwie, aber das war's dann. Und die Gruppe war am Schluss dann tatsächlich noch einer, der die Synthesizer bedient hat und ich. Und haben wir gedacht, das wär's gut. Also ich kann mich da an eine Geschichte erinnern. Ja, wo jemand nämlich Mitspieler gewählt hat. Also ich kann mich an eine sehr gute Geschichte erinnern, Michael, du wirst verzeihen. Haben wir endlich mal einen richtig tollen Manager an der Hand gehabt und der hat gesagt, Jungs, diese Mucke, die bringe ich ganz groß raus. Und dann sind wir, wo sind wir noch gefahren, nach Bremen oder was, extra in das Studio, Probe höre, alles Wahnsinn. Für uns war klar, jetzt haben wir alles in der Hand, jetzt haben wir endlich sechs richtig im Lotto. Und dann fängt der Michael mit dem seiner Maus was an. Und mit dem seiner Frau was an. Ja. Und das haben wir dann davor gehabt. Deshalb ist nämlich mit Babes in Toyland auch nichts geworden, lieber Michael. Deshalb wollte wahrscheinlich niemand mehr mitspielen. Bevor hier noch weitere peinliche Geschichten aber auf den Tisch geraten. Entschuldigung, eins noch zu der Platte tatsächlich. Ja. Wenn man jetzt die Liste der Musiker anschaut, sind es lustigerweise zum großen Teil wieder die Lennons. Ja. Also man sieht es tatsächlich daran auf, bloß wir haben halt keinen Keyboarder gehabt und da ist einer dabei. Ihr hattet einfach keine anderen Freunde, kann auch sein, oder? Vielleicht. Wer gut ist, hat nie Freunde. Sehr gut. Wir hören jetzt diesen gleichnamigen Song der Band Babes in Toyland. Babes in Toyland. Viel Spaß. Oh,
Das war das Seitenprojekt der Band The Lennons, genannt Babes in Toyland. Was ist für euch an der deutschen Punkmusik gleich geblieben, beziehungsweise was hat sich in den Jahrzehnten, die ihr bereits Musik macht, verändert? Also ich würde sagen, es hat sich viel verändert, der Gestalt, dass es da irgendwie eine, für meinen Geschmack, eine krasse Spaltung gibt. Das heißt, die eine ist nur noch diese politische Nazis-Raus-Fraktion und die anderen spielen eigentlich gar keinen Punk mehr. Wenn man jetzt die Ärzte, die ich sehr geliebt habe früher, aber oder die Toten Hosen anhört, das hat für meinen Geschmack nämlich so arg viel mit Punk zu tun, ist halt radiotauglich und wenn man es wirklich überlegen müsste, wird man vielleicht eben noch Eisenpimmel oder sowas einfallen, die Lokalbandatore, aber die haben nicht so eine Streuung, das kennt ja niemand. Ja, und wir haben halt versucht, das einigermaßen beizubehalten, wie es uns und dem Publikum gefallen hat bisher. Das heißt, ihr habt nicht auf Kommerz gemacht und nicht, was, sag ich mal, radiotauglich ist, sondern was euch selber gefällt oder welche ja. Attitüde, sag ich mal, auch ja. Die Musik für euch hat. Nee, es geht ja darum, wenn man das bräuchte, um davon zu leben, würde man vielleicht auf sowas achten, aber wir können es alle nicht. Dergestalt kann man im Grunde machen, was man will. Und wenn jetzt ein radiotaugliches Lied drauf wäre, dann wird man mit Entsetzen die CD am Stück hören und sagen, hey, das ist doch was ganz anderes und deshalb erübrigt sich das eigentlich. Wenn ihr nochmal das Thema deutschen Punk aufgreift. Mhm. Deutsche Texte beim Punk haben natürlich auch immer etwas sehr Melodiöses. Das merkt man auch in eurer Musik, ja, dass es echte Songs sind und nicht nur ein Geschrabbel. Auch da gibt es sehr unterschiedliche Bands. Und trotzdem hat die deutsche Sprache hier auch etwas, was sozusagen manchmal gar nicht so hart klingt wie das Englische. Haben wir gerade auch in dem Song gehört, wie der Unterschied sich anhört. Was hat für euch dann die deutsche Sprache zu bedeuten, dass ihr sie, wie du vorher gesagt hast, ausschließlich bei den Lennons verwendet? Uns ist es auch leicht gefallen, das auf Deutsch zu texten, weil wir waren damals als beeinflussbare junge Menschen noch sehr von Udo Lindenberg geprägt. Und wenn der es auf Deutsch kennen, können wir es auch. Das war eigentlich der Auslöser, ja. Und man wollte halt trotzdem, wie ich gesagt habe, mit der Provokation und allem, man wollte halt was Besonderes machen und da hat es damals dazugehört, ja. Es gab schon noch andere, die auf Deutsch gesungen haben, aber halt doch nicht so viele, ja. Ihr hattet natürlich Überlegungen, mit Seiteneffekten auch auf Englisch zu singen. Mhm. Aber gab es mal Überlegen, auch die Lennons selber zu entwickeln in diese Richtung? Also Tatsache ist, wir haben, ich glaube 1997 war das, haben wir eine Schottland-Tournee gemacht. Und da habe ich dann zur Feier des Tages 4 Stücke auf Englisch übersetzt und die haben wir dann dort live auf Englisch gespielt. Ja. Ja. So, dann hören wir jetzt den nächsten Song. Und der nächste Song kommt auch aus der LP Lebendig gefressen und der heißt Roland Kaiser, der größte Punker. Wer möchte nicht? Oh, wie Roland Kaiser sein?
Fall möchte ich. Das war der Song One Minute der Band The Facts, die am Samstag den Opener für The Lennons machen werden im Slow Club. So, freuen wir uns alle sehr drauf, ja. Übrigens gibt es auch noch eine Aftershow am Samstag, die unser lieber DJ Harry G. im Slow Club absolvieren wird. Ja. Ich hoffe, ihr seid immer noch feiermütig und fähig. Natürlich, Logo. Ja. Das heißt, ihr könnt nicht nur zum Konzert am Samstag kommen, sondern auch noch mit den Lennons feiern. Wow, machen wir einen Truff, aber richtig. Wir schreiben Autogramme, ja, egal. Genau, ihr werdet aber auch ein paar CDs mitbringen und ein paar Sachen, wobei, soweit ich weiß, von den alten Dingen einiges schon vergriffen ist. Also so gut wie alles tatsächlich, leider, ja. Habt ihr da mal geplant, irgendwas nachzupressen oder im Moment sind ja Schallplatten wieder ziemlich in? Nee, also es wird Nachpressungen geben und zwar genau die, die wir gerade hier haben, nämlich die lebendig gefressen und die Rache für Elvis. Ja, und dann werden wir mal schauen, wie gesagt, dass dieses Jahr noch was Neues rauskommt, ja. Ja, das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. Was ist jetzt 2002, die letzte CD? Da gab es auch gar keine Schallplatte dazu. Jetzt haben wir 2019, wäre eigentlich mal wieder an der Zeit, oder? Das wäre es tatsächlich. Also ich würde es einsehen, wenn sich die Band aufgelöst hätte. Inzwischen hat sie aber nicht. Das war pure menschliche Trägheit, ja. Weil die Konzerte wäre immer noch besucht und alles. Man könnte jetzt noch sagen, ja, dass man bei der CD irgendwie so viel draufgezahlt hat, weil sie jeder selber gebrannt hat, dass man die Kosten gar nicht richtig reingespielt hat. Ja. Das ist bei Schallplatte manchmal einfacher, weil da ist es mit dem zumindest direkt Brennen einer Schallplatte, oder? Ja, ist doch eher umständlich, ja. Genau, also das heißt beim nächsten Mal, habt ihr schon was geplant, zeitlich, wenn was Neues rauskommen würde?
Also ich würde sagen, Minimum Ende des Jahres. Also das Zeug ist zwar teilweise im Kopf schon fertig, aber man soll es vielleicht auch mal spielen, ja. Also der Michael macht ein riesiges Geheimnis draus aus seinen Texten und der schwätzt nicht viel und irgendwann kommt dann was und das ist dann richtig genial. Okay, schön. Ich hoffe, das jetzt sind wir natürlich hier völlig unter uns und es hört keiner weiterer zu. Das heißt, könnten wir mal irgendeine Textzeile von einem neuen Lied hören? Textzeile ist gerade auswendig schwierig, aber ich könnte sagen, um was es geht. Das ist perfekt. Es geht unter anderem um Menschenfleisch. Es geht, da habe ich schon viel im Kopf, um den Exorzismus der Anneliese Michel, ja. Was war es noch? Das Lied für Howard Carpendale, der damals zu mir gesagt hat, du, ich merke mich dann bei dir. Und ich habe nie mehr was gehört. Also, und da machen wir das Lied noch draus, du, ich merke mich dann bei dir, ja. Und alles Weitere findet sich. Das heißt, Roland Kaiser, Howard Carpendale, diese Deutschrocker der Volksmusik gefallen euch irgendwie, oder? Also ich habe Roland Kaiser tatsächlich mal live in Sindelfingen gesehen, ja. Und es war gut. Und dann hat uns das Schicksal einen schweren Streich gespielt, meine Damen und Herren, nämlich, dass die Pforzheimer Lokalpresse, als Roland Kaiser in Pforzheim auftreten sollte, mir einen Termin ausgemacht hat, damit ich ihn treffen könnte, um mit ihm, also ihm das Stück zu überreichen und darüber zu sprechen. Und just einen Tag bevor der Termin war, wurde dann festgestellt, dass Roland Kaiser an COPD erkrankt war und hat die Tournee nicht mehr fortgesetzt. Schade. Hm, also ein ernsthafter Grund und nicht, weil er euren Song gehört hat. Nee, ich glaube, der kennt ihn bis heute nicht. Hm. Wie steht ihr denn zur Volksmusik? Gibt's ganz geniale Sachen, aber man darf das ja gar nicht so laut sagen. Bei mir kommt es halt daher, dass meine Mutter sehr musikalisch war und wir in der ganzen Familie immer viel gesungen haben und auch ältere Sachen. Und für mich ist der ganze Musikstil, den es gibt, war schon immer ein riesiger Mischmasch und ich habe mich nie total festschießen können auf eure Musikrichtung, dass ich sage, ich stehe jetzt nur auf Deutschpunk etc. Also für mich ist das ganz weit gefächert und im Michael habe ich halt einen wahnsinnig tollen Musikpartner gefunden, der ähnlich denkt eigentlich. Ja, also ich sehe es, alles ist gut, solange es eine gute Melodie hat und ich glaube, außer Jazz und Reggae mag ich alles, ja. Das heißt auch wirklich die volksmusikalische Hitparade oder meint er dann eher solche alte Lieder? Also Volksmusik ist grenzwertig, Schlager ist okay, ja, für mich. Und da die Mutter, die Mama hat da eben eher die Schlagerparade da gehört oder eher diese wirklich alten Sachen? Seine vielleicht, also ja. Nein, nee, Schlager hat sie nicht gehört, sondern eher die halt Volksmusik und solche Sachen und auch schöne, sentimentale, ältere Sachen. Und sie hat immer gesagt, man darf beim Singen nicht allzu arg ziehe und so weiter, das hat sie ganz arg, also sie war auch im Gesang vorher und hat es ganz toll gemacht eigentlich und daher haben wir das auch mitgekriegt und auch unser Michael hier, der war oft bei uns zum Kaffee und so weiter und wir haben oft gesungen zusammen. Absolut, ja. Und ich habe als Kind immer Johnny Cash gehört zu Hause, ja, das war auch nicht schlecht, so. Wir haben auf jeden Fall verstanden, dass ihr ziemlich schamlos seid und selbst auf die Frage der Volksmusik euch nicht zu schade seid, in das Innerste von euch blicken zu lassen, wo wir gar nicht hinschauen wollten. Aber gut, wir werden jetzt deshalb diesen Song spielen müssen, der da heißt Nackt unter Kannibalen, passend zum Thema. Viel Spaß.
ist vorne. Ihr Klagen ruft mich in die Nacht hinein. So, das war Unter Kannibalen der Gruppe The Lennons, die am Samstag im Slow Cup spielen werden. Die ersten Punkkonzerte, gerade Anfang der 80er Jahre, hatten auch oft so ihre Eigenheiten. Zerstörung von Gegenständen gehörte manchmal ebenso dazu wie das Abschalten des Stromes der Veranstalter. Was ist euch passiert in diesen Jahren? Also es gab eigentlich zwei Sachen diesbezüglich. Das eine war im legendären Haus der Jugend in Pforzheim. Haben wir gespielt und irgendwie brach dann unter Alkohol der Punk aus und sehen dann im Badezimmer die Bäcker runtergerissen und sowas. Dann durften wir bloß noch unter einem anderen Namen dort spielen. Und das zweite, wo wir es vorhin privat davon gehabt haben, wir haben auf so einem Festival gespielt in Pforzheim, dann kam die Polizei uns zu Saft abgedreht, weil wir wären eine Lärmbelästigung. Okay, und dann, das war sehr nett, hat er gesagt, wenn sie jetzt weiterspielen, kriegen sie eine Geldstrafe. Und haben die Punks angefangen, Geld zu sammeln für die Geldstrafe und dann haben wir weitergespielt. Ja. So war das früher und das war gut. Wie hoch war die Geldstrafe? Also ich glaube, ich habe in Wirklichkeit nie eine gekriegt. Dann seid ihr aber auch nicht nur in Pforzheim geblieben, sondern seid auch so ein bisschen getourt. Ja. Deutschland-Tour ist klar, deutschsprachige Band. Wie war es mit dem Ausland? Also da haben wir gehabt zum Beispiel, weil es größeres war, einmal Festival, das war das erste Rebellion Festival und da haben wir dann in Bath gespielt, mit, also quasi als eine der Vorgruppen für The Damned. Das war gut. In Schottland haben wir dann zwei Wochen lang gespielt, weil ich da halt jemand gekannt habe, ja, aber es ergibt sich und es war gut und ich kenne die Leute heute noch und die Platte geht immer noch dort, also das war okay. Viele Punkbands haben mit den Jahren dann auch die drei Akkorde erweitert und immer mehr Akkorde hinzugenommen und haben sich alleine deshalb schon auch musikalisch verändert. Ja? Wie hat es bei euch dieses länger Musiker sein, eure Musik entwickelt? Gut, also man wird sicherer auf jeden Fall, aber ich würde es mal ganz frech behaupten, weil es jetzt eh gleich kommt, bei dem Claudia-Lied zum Beispiel, da sind schon mehr als drei Akkorde drin, weil ich habe mit 12 Jahren meinen Gitarrenkurs gehabt, also ich wusste ungefähr, wie es geht, also außer dass ich am Solo Elend bin, da haben wir jemand anders dafür, ja. Also das, was wir auch vorher auch schon hatten, dass die erste Single eben auch schon diese unterschiedlichen Musikeinflüsse hatte und nicht jeder Song, sage ich mal, diese drei Akkorde bringt. Richtig, war. Ja. Ja. Nein, es hat ja jeder irgendwas noch beigetragen, was er selber wusste damals. Also. Wir hören uns jetzt den Song Fuck an. Und der ist zwar kurz, aber etwas heftig. Gehaltvoll, ja. Genau, viel Spaß.
Die erste Single, wir haben es vorher schon gehabt, hat auch mit Provokation zu tun gehabt. Ich glaube, so richtig in die Zensur seid ihr nicht gekommen, weil ihr irgendwo nicht diesen Schritt in das Verbot geschafft habt. Aber, ja, oder weil man vielleicht einfach in Pforzheim zu unbekannt war, ja. Aber die Songs hatten natürlich was Provokatives. Das sollten sie auch, ja. Erzähl mal, was der Song Claudia an Provokation beinhaltet für dich. Der Song Claudia, vielleicht insofern, der fängt an wie ein Schlager. Dann wechselt's und wird hart und der Text geht dann leicht ins Pornografische. Und das war nicht so gern gesehen, also im Radio war gar nichts, da haben sie mal ein anderes Lied von der EP gespielt, das war's aber dann. Und ich habe noch wunderschöne, findet man dann im Facebook, ich habe wunderschöne schlechte Kritiker von damals noch, lasst sowas, verschont uns und geht zum Psychiater, also das war ein Ritterschlag, ne? Hat ihr denn den Eindruck, dass die Ärzte dann mit Claudia, hat einen Schäferhund, euch die Claudia geklaut hat? Also ich sehe da keine großen Parallelen, ehrlich gesagt. Also hätte wahrscheinlich auch von den Silben gut reingepasst. Ne? Also eher der Name, der Musik macht. Ja, ich habe mal später ein Lied tatsächlich gehört, wo ich gedacht habe, hey, ja, aber die sind schon okay. Gut, dann wollen wir jetzt alle den Song hören, Claudia. Ganz kurz noch. Weil danach ist unsere Sendung vorbei für heute. Kommt alle am Samstag ins Slow Club. Da geht wortwörtlich der Punk ab und zwar die ganze Nacht. Verpasst nicht die Lennons, ihr würdet es bereuen. Und unsere nächste Sendung ist am 27. März. Bis dahin, das waren Carsten und Christoph mit Michael und Razzo von den Lennons. Ja, und die sagen Tschüss, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Danke euch und bis Samstag. Ja, unbedingt. Weißt du noch, dass